Jo, liebe Leute, es geht weiter. Die Hinrunde ist beendet. Wir haben das Duell in Wolfsburg 4-2 gewonnen in der letzten Folge. Und heute geht's wahrscheinlich erstmal nur um Transfer. Bayern ist natürlich Herbstmeister, klar mit 5 Punkten Vorsprung. Also haben wir eine kleine Aufgabe in der Rückrunde, vielleicht die Bayern nochmal zu ärgern. Ja, das direkte Duell ist dann auswärts in München. Aber der nächste Gegner ist erstmal der VfL Bochum im Auswärtsspiel. Der Transferangriff von Kakutaluafe, aber Karakutschi. Ich brauche erstmal, solange ich keinen neuen Innenverteidiger habe, werde ich erstmal alles ablehnen, was da so kommt. Mir tut natürlich auch mal Young weh. Das könnte sein, dass der tatsächlich. Es wird auf jeden Fall erstmal die Prio werden, den erstmal zu behalten, den vielleicht den Vertrag zu verlängern. Ja. Nur, dass da nicht irgendwer kommt und sagt, ey, ich möchte mal einen Spieler haben. Ja. Achso, jetzt sind ja zwei, drei Kandidaten, die jetzt gehen, ne? Warum kommst du jetzt mit der Transferperiode für Aubameyang mit dem Dings? Aber es haben schon einige geschrieben, dass das passieren kann. So, jetzt erstmal schauen, dass wir Juric den Verein verlassen, Angulo den Verein verlassen, Meier den Angebot verlassen. So, so jetzt gucke ich mal, dass ich den Aubameyang-Vertrag verlängere. Weil das ist jetzt erstmal für mich die oberste Priorität. Ich habe doch gerade... Ja, wieso habe ich den Vertrag verlängert? Ich vor kurzem einen neuen Vertrag ausgehandelt. Ja, hab ich. Und? Jo, wir hatten noch einen Stürmer, aber der soll ja auch noch den Club verlassen. Kevin Keller, der soll ja unbedingt noch gehen. Aber halt, warum darf ich aber mich eigentlich verlängern? Ich will ihn gerne verlängern. Das ist das halt. Ich will ihn gerne verlängern. Aber erstmal gucken, was wir in die Verteilung, dass wir da nochmal Geld investieren. Wir werden nochmal schauen, was auf dem. Wenn auch so kommen könnte. Also, ich brauche auf jeden Fall einen Innenverteidiger und einen Stürmer. Klar, ne? Gucken wir mal, was wir so haben. Noch da irgendwie auf der Position. Ich glaube, viele Originalspieler wirst du wahrscheinlich nicht mehr haben. Javier Simmons. Aber der. Ist nicht der, der. Ryan Austin? War zu schwach wahrscheinlich. Gucken, was wir noch so haben. Ja, viel wieder. Warte mal, ich guck mal, was war das auf dem Transfermarkt aktiv ist. Das war. Warte mal. 4 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. So, freie Spieler. Erstmal ein Stürmer gucken. Angreifer. So, Jimmy Abraham. Hatte. Timmy Abraham, aber der wird wahrscheinlich nicht der sein, der. Den werde ich wahrscheinlich kein Angebot machen können. Warte mal, ich gucke gerade auf der Wunschliste. Ich habe ja noch eine, ob ich den verpflichten könnte. Warte mal, zurück. Warte, wo war es denn? Warte mal, eine Wunschliste, Transferliste? Oh, hängst du gerade ein bisschen nach? Zur Teamzentrale. Nee, das ist auch nicht. Was ist die scheiß Wunschliste? Die gibt's doch irgendwo noch. Warte mal. Teamzentrale. Hä? Haben die rausgenommen? Komm ich da nicht drauf? Ich find's gerade blöde.
Skalbericht verfügbar. Skalbericht lesen. Bis 90, was ist denn das für eine Position? Rechter Mittelfeldspieler. 70 bis 90, linker Mittelfeldspieler. Ja, mal weiter beobachten. Gucken wir mal, was wir Niederlande haben. Scout nicht lesen. Mittelfeld alles. Super. Gucken wir mal, was wir so ein Potenzial haben. Eigentlich nicht gerade so wirklich. Ja, Spieler weiter beobachten. Scout lesen. Japan. 79 bis 86 ist ein offensives Mittelfeldtalent. Aber der hat auch keinen Verein, ne? 82 bis 92. 76 bis 90. Ja, das ist nicht wirklich dabei, jetzt muss ich sagen. Was jetzt unbedingt. Ach, wo ist meine Wunschliste hin? Oder finde ich die, bin ich jetzt einfach zu blöde, die zu finden? Scout-Aufträge. Ich finde die jetzt gerade echt nicht. Jugendschaft, Transferzentrale. Ja, yeah. Oh mein Gott. So. Gott, jetzt sind ein paar Leute dabei, die ich so ein bisschen Scott hat, als ich noch einen Stürmer brauchte. Da kann ich viele mittlerweile rausnehmen noch. So. Kontaktieren. Die Frage ist, ob er jetzt kommen würde. Soll ja mal eine Alternative werden als Stürmer. Du bist 24, wichtig, ne? Ja. Akzeptieren wir. Gehalt. 21.000, Einstiegsbonus 200.000. Jo, passt. Tammy Abraham wechselt zur Spielvereinigung Bayreuth. Damit habe ich meinen Stürmer schon mal. Und ich werde mit Abiol noch den nächsten das nächste Talent holen. Ablösefrei natürlich, klar. Tammy Abraham. Ich hoffe, dass er ein bisschen was bringt von der Wertung her. Ja? Ist eine A-Wertung auf jeden Fall schon mal. Und hat eine Stärke von 61. Super. Toll. Da habe ich ihn verwechselt, einfach tatsächlich. Wahrscheinlich nur. Das fand ich total toll. So, jetzt werden wir mal kurz kontaktieren. Jetzt werden wir Abiol kontaktieren. Ich brauche ja noch einen Innenverteidiger für mich. Schlüsselspieler. So, 2 Jahre hätte ich gerne, wenn er möglich ist. Dann kann er danach seine Karriere beenden. Freigabesumme lehne ich ab. Möchte ich nicht. So, was möchtet ihr? 14.500. Super. 15, 16. Na toll. Mit Abraham habe ich mich jetzt gerade so böse verzockt gerade. Aber Abiol. Mehrfach hat, glaube ich, ein paar Mal die Champions League gewonnen. Ist halt auch schon 39. Aber ich habe zumindest einen Innenverteidiger. Das ist das mal das Wichtigste. Das ist eine 72er Wertung. Zumindest was das betrifft. Ich habe mich schon mal nachgekauft. So, jetzt muss ich gucken, dass ich vielleicht den einen oder anderen. Ach, Kiffer wird nicht kommen. Nee, der hat einen Marktwert von. Ah ja, vergiss es. Es sind einige dabei. 74 Millionen. Millionen nur für Cedric Teuchert. Ja, ich brauche ja dann doch jetzt noch einen Stürmer. Muss ich ja doch nochmal nachkaufen.
Mukuku, ich komm. Gott, er wird nicht kommen. So, warte mal. Okay. Eine Freigabesumme. Ja, die Frage ist, ob ich den kaufen kann, ob ich Cedric Teucher kaufen soll als Stürmer dafür vorne. Aber bei dem weiß ich ja, was es geht. Ja, komm, wir wollen 71er Wertung, Alter. Ich brauche ja, wir wollen eh noch einen Knipser drin. Transfersumme anbieten. 2,1 Millionen. Ja, komm, da ist so. So, verhandeln. Deine Nummer wird auf jeden Fall los sein, das ist klar. Akzeptieren wir. Akzeptieren wir. Freigabe lehne ich mal kategorisch ab. So, die Frage ist Gegenangebot. Ich muss mal ein bisschen was ändern. Du möchtest ein bisschen mehr Gehalt haben. Da muss aber der Bonus weg. Quatsch, 9 Milliarden natürlich. Ich habe ja dick Kohle hier. So, 23.000. Wer kann ich denn nicht bieten? Ich kann ja nichts bieten sonst. Ja, perfekt. Cedric Teuchert wird unser neuer Stürmer da vorne drin, 27 Jahre alt, kommt von Hannover 96 und damit haben wir drei neue Zugänge für die Winterpause gekauft. Es war nur eine D-Wertung, aber ist egal. So, dann muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt mal noch mal ein bisschen aussortiere. Ja, mit Timmy Abraham, das ist natürlich total toll, dass ich den jetzt geholt habe. Ich habe ihn wahrscheinlich verwechselt mit Tammy Abraham. Warte mal. So, kurz auf die Bank. Gucke. Cedric Teuchert, natürlich, der wird jetzt erstmal auf die Bank rutschen. Klar, das ist für ihn. So. Albiol. Rutscht ebenfalls rein auf die Banken, wird dann für Morgalla heute, wird für Morgalla neu in der Innenverteidigung wird für Morgalla definitiv die Innenverteidigung bilden, weil der wird leider aus der Mannschaft rausnehmen. Der hat halt in den 72. Spielen sehr souverän gespielt, aber davor halt immer wieder seine Fehler gemacht. So, dann gucken wir mal, was die Teamzentrale betrifft. Rote bleibt. So, und dann wird Albiol auf die eine andere Nummer kriegen. Ich würde eigentlich auf die 19 nehmen. Warte mal, was haben wir denn da als kleine Nummer noch frei? Gar nichts. Na, bleiben wir auf der 19. Ist okay, passt schon. So. Und für Cedric Teuchert. So. Cedric Teuchert geht auf diesen. Dann setze ich den auf die Leihliste hier. Keller auf der Transferliste. Auf Leihliste sitzen. Du ebenfalls. Dann wird der auch auf die Leihliste gehen. Vanisek. Morgalla auf die Leihliste. Kann ich ja immer noch den ein oder anderen Talent, sein oder anderen Talent zurückholen. Ja, ich musste ja den ein oder anderen schauen. So, da haben wir schon wieder einige tolle Angebote, einige tolle Nachrichten gerade gekriegt. So. Du musst besser werden.
Eine Laie hilft dir natürlich mehr. Ja, also muss ich halt das eine oder andere Talent natürlich jetzt gucken. So, wir werden noch ein bisschen machen gleich. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt, wenn jetzt noch der eine oder andere Spieler geht, wenn wir da nochmal reagieren müssen. Oh. Okay, das ist leider schon eine. Ach, da war ein Angebot von zwei italienischen Vereinen drin. Die habe ich jetzt übersehen, tatsächlich, muss ich zugeben. Ja, ist nicht schlimm. Nachwuchsarbeit ist niedrig, das tut nicht weh. Selbst wenn wir das nicht schaffen. Ich denke, hoffe nicht, dass dass das so dramatisch. Kann gehen. Leider. Ja, er hat es dann irgendwann nicht mehr gezeigt. Deswegen wird er den Club verlassen für eine gute Million. So, nächste Gegner ist dann VfL Bochum. Das werden wir uns dann aber, wie gesagt, morgen ansehen. Das wird dann die nächste Transferperiode, die nächste Aufnahmesession sein. So, Bernd Andresen wechselt zu Karagümrük SK. Passt so. Erstmal leider. Gut, gucken wir mal kurz, was noch in der Nachrichten reingehüpft ist. Leihangebot von Magala, PSV Eindhoven möchte ihn gerne. Eindhoven könnte jetzt ein gutes Dings hören. Ja, ich nehme nur eine Zweijahresleihe und du wirst definitiv erstmal keine Kaufoption kriegen, weil ich will dich behalten. Ich werde dich dann irgendwann wahrscheinlich in der nächsten Saison wieder einbauen. Deswegen wird Albiol in der Innenverteidigung gehen. Magala. Geht für 2 Jahre nach Holland oder in die Niederlande, da wo auch Mario Götze dann wieder aufgeblüht ist. Und das vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee, ihn einfach mal ein bisschen aus dem Schussfeld rauszunehmen und für 2 Jahre auszuleihen. Wenn ich ihn jetzt Not am Mann habe, kann ich immer noch sagen, ey, ich hole ihn wieder zurück. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's zum Rückrundenauftakt gegen den VfL Bochum. Würde mal kurz die Nachricht kurz sehen. Nö, brauche ich nicht. Gut. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Morgen um 14 Uhr bei FIFA 23. Bis dann. Tschüss.